Also wie jede Woche weise ich einmal auf die Corona-Schutzverordnung hin. Tragt die Masken, handelt in Eigenverantwortung, schaut, dass ihr ja eigenverantwortlich handelt. Ich hoffe, dass sich das ja irgendwann auch ein bisschen legen wird mit der Maskenpflicht in der Innenstadt. Dann wird das alles etwas entspannter für uns. So, heute muss ich auf relativ viele Sachen hinweisen. Vor allen Dingen den 28. Es geht um Karneval. Die Stadt hat Brauchtumszonen in Bonn eingerichtet. In einer stehen wir momentan. Was uns ein wenig in die Bedrulle bringt, dass wir nicht genau wissen, wie wir das hinkriegen, dass wir dann am 28. trotzdem irgendwie gebündelt losgehen können. Wir arbeiten dran, dass wir die Informationen, wo wir dann den neuen Treffpunkt hin verlegen wollen und wie die neue Route aussieht, irgendwie kommuniziert kriegen. Das müssten wir ja nächste Woche machen, aber dann seid ihr jetzt schon mal ein bisschen drauf vorbereitet. Und wir schauen, dass wir nächste Woche dann wirklich neue Instruktionen geben, weil an der Brauchtumszone kommen wir nicht vorbei. Da haben wir keine Chance. Leider sind halt auch sämtliche anderen Bereiche, die interessant wären, Brauchtumszone, also auch die Hofgartenwiese zum Beispiel, Altstadt und noch ganz viele andere Orte in Bonn. Das ist kompliziert. Okay, dann werden wir heute nochmal an der Hofgartenwiese schauen, ob wir uns ein bisschen vermehrt haben. Das haben wir nichts zu tun. Spazieren gehen ist auch Liebe. Genau, wir haben gerade festgestellt, spazieren gehen ist auch Liebe. Also wünsche ich euch morgen einen schönen Valentinstag. Ich dachte, es ist ein Valentinstag. Okay. Allen einen schönen Valentinstag. Damit ich nächste Woche nicht wieder den Gehweg frei halten muss, würde ich euch bitten, wirklich schaut, dass ihr die Pflastersteine nehmt zum Sammeln. Wir haben ein wenig die Geschäfte verärgert, das ist nicht in unserem Sinne, die leiden genauso unter der Pandemie. Schaut bitte, dass ihr den in Zukunft frei haltet, damit wir da nicht noch weiter Ärger produzieren, das ist halt nicht in unserem Sinne. Ich sehe jetzt auch schon wieder ganz viele Leute da stehen. Das genau, macht mal vor den Geschäften den Gehweg frei, bitte. Ich hab gesagt bekommen, ich soll ganz normal in das Mikro sprechen. Was ist denn normal? War normal laut. Sag das die Jungs auf der Arbeit mal. Okay, ich werde mir Mühe geben und lauter in das Mikro sprechen. Hört ihr mich jetzt alle? Kann mir die hintere Reihe mal ein Feedback geben? Hört ihr mich? Habt ihr den Rest auch gehört? Okay, dann weise ich euch auch noch mal auf die Corona-Schutzverordnung hin. Nicht, dass es nachher heißt, ich habe irgendwas nicht erwähnt. Tragt eure Masken, handelt in Eigenverantwortung und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt los.